Oh, shit, Mickey, tut mir leid. Eieieiei. Mickey, shit, sorry, aber Telefon, ich muss ans Telefon gehen. Eieieiei. Warum ist eigentlich Lewis Hamilton der Einzige mit so einer lässigen und coolen Pose? Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu F1 2021 von Codemasters. Aber auch von EA Sports. Wie ihr wisst, EA Sports hat Codemasters Ende letzten Jahres, müsste es gewesen sein, aufgekauft, wo viele schon gedacht haben, oh nein, hoffentlich machen die da nicht allzu viel Fusch. Nein, keine Sorge. Man konnte sich schon die Rezension vorher durchlesen. Es ist mal wieder der beste Teil, den Codemasters rausgebracht hat. Ja, hier werden wir sehr oft erinnert an irgendwelchen coolen Gifts. Man merkt aber hier und dort die Fingerspitzen von EA Sports sind dringe. Ich habe ja das Spiel schon mal ein bisschen angefangen zu starten, habe aber noch gar nicht gespielt. Also ich lasse mich selber mit euch jetzt gemeinsam überraschen. Die Datenschutzerklärung ist endlos lang, dass man sich natürlich nicht durchliest, einfach nur akzeptiert. Und zum anderen, was ich sehr positiv fand oder auch fand, ist das Intro, in dem Lewis Hamilton so lässig stand. Sebastian Vettel mittlerweile ziemlich alt wirkt und ja, aber das wirkt einfach alles so wie aus dem Fernsehen. So sollte es irgendwie sein. Die letzten Jahre war es immer so ein bisschen eher in-game gewesen und daraus ein Intro geschnitten. War alles ganz amüsant gewesen, aber nach ungefähr 7 Jahren hat man da auch irgendwie keinen Bock mehr. Ja, und hier befinden wir uns jetzt. Teil 1 hier einfach mal. Wir gucken uns so ein bisschen an, wie ist die Menüführung, was ist hier Neues vielleicht mitunter, was gibt's hier einfach so erleben, und im zweiten Teil der direkte Vergleich zu F1 2020, das ich auch wiederum auf der Xbox Series X aufgenommen habe. Wir befinden uns hier auf der Xbox Series X. Ich denke mal, oder ich gehe mal stark davon aus, und ich hoffe es auch, dass es optisch ein paar Unterschiede geben wird. Ich habe versucht, mich nicht allzu sehr teasern zu lassen. Einige größere deutsche YouTuber gerade konnten dieses Spiel schon eine Woche vor Release spielen. Vollkommen verdient, aber für einen Kleinen wie mich ist es halt immer ein bisschen schwer, wirklich dieses Spiel. Und dafür nochmal vielen Dank an Micha, der hat nämlich Geld mir dafür gegeben, damit ich dieses Spiel für euch antesten kann und auch natürlich für ihn antesten kann. Es ist immer ein bisschen schwer, denn da Fuß zu fassen und euch zu zeigen, guck mal, hier, das bin ich, das ist das Spiel, um dann vielleicht auch ein bisschen größer zu werden. Aber sei es drum, wir machen es aus Spaß, Freude und guter Laune. Und ja, wie gesagt, hier sind wir im ersten Teil, wir sind hier im Hauptmenü und einer der großen Sachen neben My Team ist einfach Breaking Point. Storyline gibt es, glaube ich, schon seit ungefähr 2019. Da war der erste Teil draußen gewesen. Dann bei 2020 und jetzt auch hier bei 2021. Ich denke mal, es wird alles ein bisschen intensiver. Das wird sehr EA Sports-like. Da bin ich mal ziemlich gespannt, wie das aufgebaut ist. Das werden wir uns natürlich auch angucken, aber nicht in diesem Video. Geht einfach mal in die Videobeschreibung. Da sind zwei Links. Ich habe jetzt für diesen Tag jetzt einfach mal 3 Videos rausgehauen. Einmal der Vergleich zwischen 2020 und 2021. Dann die erste Folge von Breaking Point und die erste Folge von My Team. Ja, guckt da einfach mal nach, klickt einfach mal darauf, lasst einen Kommentar da, ein Like oder was auch immer ihr wollt, damit ich einfach mal weiß, okay, mit was wollen wir mehr starten? Wollen wir beides parallel starten und fortführen, also Breaking Point und My Team zusammen? Oder sagt ihr euch, mach mal erst Breaking Point, dann spiele ich ganz gerne Breaking Point und dann kommen wir zu meinem Team. Gut, wir sind hier im Hauptmenü, hat sich nicht viel geändert, die Farbgebung ist natürlich ein anderes bisschen passend zu Breaking Point, weiß und ja, jetzt hier mit dem Hauptbild doch ein bisschen rötlicher Ton, ansonsten war vorher alles sehr rot gehalten. Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen gehofft, auch wegen dem Cover, dass mehr Blautöne hier drin wären, hätte ich wirklich gesagt, oh, das passt perfekt, hier jetzt so das Hauptmenü, Farbgebung, ja, ist Geschmackssache. Ist mir persönlich ein bisschen zu steril. Dann haben wir hier natürlich die Karriere. Einzelkarriere können wir machen. Wir können aber auch eine Zwei-Spieler-Karriere machen. Bei Einzelkarriere beginnt eine neue Fahrer- oder mein Team-Karriere. Tritt entweder als Fahrer für eines der offiziellen Formel-1-Teams. Das kennen wir ja einfach schon mal. Das war so, ich glaube, bei 2019 noch so die letzte Rubrik, wie es dann quasi war. Da können wir uns einen eigenen Fahrer erstellen, was wir auch bei My Team machen können. Aber dort geht es einfach darum, wir kaufen uns, beziehungsweise wir engagieren uns für ein Team und steigen immer weiter auf. Da ist natürlich My Team schon ein ganz anderes Kaliber. Wir erstellen unser eigenes Team, ersetzen das nicht für irgendein aktuelles Team, sondern wir sind das 11. Team. Also anstatt 20 Fahrzeuge, 22 Fahrzeuge mit Teamkollegen, Lackierung, Sponsoring, alles mit dabei, und ich bin mal gespannt, ob noch ein bisschen was dazugekommen ist. Dann haben wir noch hier die Zwei-Spieler-Karriere. Das ist
glaube ich, ein Gimmick, den gab es vorher auch schon, dass du mit einem Kumpel online, vielleicht sogar hier in Splitscreen, weil der Splitscreen ist nämlich auch wieder gekommen, beziehungsweise der war vorher auch da gewesen, aber vielleicht auch hier in Splitscreen möglich ist, dass man eine Zweispieler-Karriere aufbaut und gemeinsam eine ganze Karriere startet. Dann haben wir Solo, natürlich hier Breaking Point. Schlüpfe in die Rolle des F1-Rookie Aiden Jackson, der sich in diesen actionreichen Story-Erlebnis-Duelle mit seinen Teamkollegen Casper Ackerman und seinen Rivalen Devin Butler liefert. Die kennt man zumindest noch aus den letzten Teilen. Dann haben wir natürlich Grand Prix, schnelles Rennwochenende. Da kommen wir wahrscheinlich nachher zum Vergleichsvideo. Da sind nämlich ein paar Szenen, die ich dann so ein bisschen überlappen möchte mit 2020 und Zeitfahren. Jagd die beste Zeit, ja, mit dem bestmöglichsten Auto. Also Autos sind, glaube ich, alle gleichgelegt. Dann geht es eigentlich nur darum, wer fährt besser, wer hat das bessere Setup und schnelle Zeiten auf dem Asphalt gebrannt. Mehr Spieler ist immer nicht so meins. Ich spiele sehr selten online, aber natürlich die Funktionen sind auch alle da, ob Ligen, Freundschaftsspiele, Ranglistenspiele, Splitscreen, wie gesagt, könnte auch. Gut, Corona war nie ein Grund gewesen, dürfte uns ja eigentlich auch so vorher treffen, aber jetzt alles ein bisschen lockerer geworden. Also holt Mann, Frau, Freundin, Freund, wen auch immer ran und dann zusammen zwei Controller geschnappt und dann in Splitscreen hier gespielt. Kann man sich auch mal angucken. F1 EA Sports, das sind halt wirklich so ein bisschen für die Profis. Also, ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten werden das hier bestreiten. Ich sowieso nicht, aber sei es drum. Anpassung, ja. My Team heißt ja auch, wir haben unser eigenes Auto, holen einen Motor, den wir uns dann quasi dazu kaufen können, ob Renault, Mercedes, Ferrari oder Honda. Dann haben wir auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge sowie unsere Overalls, also unsere Fahrer zu bekleiden und zu lackieren, beziehungsweise Farbschema anzupassen und ja, Fahrer erstellen, beziehungsweise bei meinem Team bis vielleicht auch der Manager können wir auch erstellen. Mal gucken, was sich da geändert hat. Dann haben wir noch hier den Showroom, da können wir uns die ganzen Formel 1, Formel 2 und die Spielerautos, die wir lackiert haben, denn anschauen. Und für wahrscheinlich all diejenigen, die denn das Sonderspecial Deluxe Edition geholt haben, die haben noch die historischen Formel 1 Fahrzeuge. So, das eigentlich zum allerersten Teil meines Videos. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich gemeinsam einfach mal hier zum Vergleichsvideo und ich werde vielleicht ab und zu mal mich zu Wort melden. Ansonsten lasse ich einfach mal ein bisschen Musik laufen. Da kommt nicht allzu viel. Wir werden ein paar gemeinsame Runden fahren und dort werde ich mich wahrscheinlich wieder melden. Also, bis gleich. So, hier sind wir auch schon mal so ein bisschen bei der Team- und Fahrerauswahl. Ich bin gerade beim schnellen Grand Prix. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und hier können wir schon mal so ein bisschen die ersten Merkmale zu F2020 machen. Hier steht eigentlich, vorher war es ein bisschen so gewesen, beide Fahrer Rücken an Rücken. Hier steht dann der eine Fahrer, wie zum Beispiel Daniel Ricciardo, wirklich im Mittelpunkt. Oder auch hier Lando Norris. Wir können ja einfach mal bei McLaren gucken, was sich denn da so ein bisschen getan hat. Hier, Lewis Hamilton hat zum Beispiel sein Nasenpiercing und sogar seine Ohrringe. Die Tattoos kann man sowieso eher wenig sehen, obwohl er am Hals ja auch Tattoos hat. Da weiß ich, ob es übernommen wurde, weil Thierry Bottas auch. Es ist halt einfach ein Ticken schärfer. Da hat sich aber nicht viel getan. Das war aber schon bei 2020 auf alle Fälle schon sehr, sehr gut gewesen. Ich habe für meinen Vergleich, wir können ja sowieso mal kurz mal durchgehen, McLaren. Ich finde es chronologisch schon mal die ersten drei sehr gut geordnet. Wir haben ja Mercedes, Red Bull, McLaren. Jetzt haben wir Aston Martin, den kann man natürlich ein bisschen weitersetzen. Alpine haben wir, aber Aston Martin auch ein Traumauto. Ich finde sowieso, die Farbgebung der einzelnen Teams und Fahrzeuge ist dieses Jahr ein Traum. Ferrari, dann haben wir Alpha Tauri, wir haben Alfa Romeo. Ich finde auch die Haas, auch wenn ihr Auto generell schlechter geworden ist, weil es keine Weiterentwicklung gab, aber die Lackierung ist sehr schön. Könnt ihr euch schon mal daran gewöhnen, wird wahrscheinlich auch bei meinem Team ungefähr so in die Richtung gehen. Und auch Williams Racing, sehr schön. Deswegen habe ich wirklich gedacht, okay, mehr Blautöne wäre auf alle Fälle angebracht, aber wieder schön in Szene gesetzt, so das ganze Fuhrpark an Fahrzeugen. So. Zum Vergleich wollte ich eigentlich gerne McLaren nehmen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, hier Rennwochenendstruktur zu machen. Zum Beispiel hier komplettes Training. Wir haben hier ein Blitzqualifying, ein kurzes. Vorher waren mal Minutenanzeigen gewesen, aber okay. Ach, das haben wir da jetzt. 60 Minuten und 50% Rennen. Ah, okay. So.
Wir haben noch die Simulationseinstellung. Hier gehe ich einfach mal auf 93 hoch. 93 war immer so meine Schwierigkeitseinstellung von der KI bei 2020. Rettungsmodus. Puh, rückblenden. Natürlich rückblenden. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Oberflächenart realistisch, okay. Rettungsmodus, also hier sind so ein paar Sachen dabei, die sind auf alle Fälle schon mal sehr neu. Autoschadensimulation, da kommen wir nämlich auch zum Vergleich natürlich. Häufigkeit der Autoschaden, Standard, geringer Treibstoff, einfach. Rennbeginn unterstützt, nein, manuell natürlich. Kollision an, natürlich. Geringer Treibstoff, schwer. Nö. Einfach natürlich. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier die Fahrhilfen. Also man merkt, es hat alles ziemlich gleich geblieben, aber es hat sich trotzdem so ein paar Sachen verändert. Bremsassistent natürlich komplett aus. Traktionskontrolle auf Mitte, dynamische nur in Kurven. 2D-Getriebe manuell. Boxenstoppassistent aus, 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 alles aus. Okay. Wochenende-Struktur haben wir ja auch schon so ein bisschen gelegt. Das kommen wir noch zum Wetter. Da haben wir, glaube ich, auch nicht mehr allzu viele Sachen. Wolkenlos, leicht bewölkt, bedeckt, nass, sehr nass. Ne, da hat sich wirklich nicht viel geändert. Okay, dann gehen wir mal jetzt hier auf Wolkenlos. Session-Startzeit realistisch. Und dann beginnen wir einfach mal das Event. So, hier sind wir auch jetzt schon mal in der Boxengasse bei, sehr schön, bei F1 2020 und es ist ziemlich kontraststark irgendwie. Es ist irgendwie wirklich schwer zu erklären, es ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man es gerade nicht vor Augen hat, wie bei F 2020 der Fall ist. Aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal auf die Strecke und ich lasse jetzt einfach mal so ein bisschen meine Stimme außen vor. Jetzt höre ich auf zu quatschen, lasse ein bisschen Musik abspielen und dann vergleichen wir mal so ein bisschen die ganzen einzelnen Bilder. Ja, und damit sind wir auch wieder zurück auf der Rennstrecke und mit meiner Wenigkeit, ich hoffe, ihr konntet die Bilder so ein wenig genießen. Ich habe mir versucht, auch so ein kleines Bild davon zu machen, was hat sich denn womöglich hier ein bisschen verändert. Viel konnte ich ehrlich gesagt nicht ausmachen, dafür, dass eigentlich die Xbox Series Version hier ist. Liegt der Teufel tatsächlich hier im Detail? Was sich hier natürlich an der Hard komplett geändert hat, ist, dass die Anzeige hier mittig ist über einen Fahrer, also nicht mehr unnötigerweise irgendwo rechts unten oder so verteilt. Muss man mögen. Ich finde es zum einen ein bisschen schade, dass wir hier nicht direkt mehr den Fahrer sehen, aber okay, eigentlich im Endeffekt fällt es auch gar nicht mehr so sehr auf. Was man sofort merkt, ist, das Spiel läuft ziemlich flüssig, das Spiel ist ziemlich schnell. Fahrerisch finde ich tatsächlich bei der
Einstellung der Fahrhilfen, die ich hier habe. Also ich habe eigentlich komplett alles ausgeschaltet, außer Traktionskontrolle auf Mittel und ABS ist an. Sehr solide irgendwie und sehr angenehm. Soundtechnisch hat sich eigentlich auch nicht allzu viel verändert. Wie gesagt, die größte Neuerung ist hier tatsächlich so ein bisschen, wie flüssig das Ganze läuft. 2020 lief natürlich auch auf 60 FPS, aber hier merkt man das schon so ein bisschen, alles ein bisschen flüssiger, ruckelfreier, wobei man sagen muss, 2020 war jetzt nicht voller Ruckeln gewesen, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich so ein bisschen meine, das ist halt wirklich die große Stärke von den Next Generation Konsolen. Ansonsten, ja, sind es halt dann die Sachen, ihr habt es ja gesehen an den Bildervergleichen, ob man da was ausmachen konnte oder nicht, ob da irgendwo was schärfer ist oder nicht. Ja, und wir sind jetzt auch, oder ich zumindest bin jetzt auch mal wieder zurück. Wir haben jetzt so ein bisschen noch ein paar Einblicke gehabt in Sachen Schadensmodus. Der hat sich ja doch schon, sagen wir mal, nicht direkt verbessert, wie soll man das sagen, verbessert oder sowas, aber es ist intensiver geworden. Jetzt gerade bei den Crash, wo man wirklich sagen muss, der war fast 1:1 zu dem zu F1 2020, hat sich nicht allzu viel geändert. Er war schon bei F1 2020 gut gewesen, aber partiell geht's bei den Autos mehr kaputt. Gerade auch bei Zweikämpfen. Wenn zum Beispiel das Rad gegen einen Seitenkast kommt, können dort Schäden entstehen und das Auto kann beeinflusst werden. In dem Falle jetzt mit diesem Highspeed-Crash jenseits der 300 km/h rein in die Breakdown Barriers war jetzt kein großer Unterschied zu sehen und auch zum Beispiel der Heckflügel war gar nicht angeschlagen gewesen, weil das ist auch eine Neuerung. Der Heckflügel kann mittlerweile auch angeschlagen werden. Das sind solche Sachen, die könnten vielleicht passieren, wenn ihr mit uns hinten reinfährt. Hier habe ich jetzt zumindest nichts gesehen. Kleiner Wermutstropfen, aber okay. Hier generell von der Animation, ja, hat sich hier auch nicht allzu viel getan. Das war vorher schon sehr gut gewesen. Gerade eben hat man ja gesehen, der Mercedes AMG, diesmal aber in Rot. Ich bin gespannt, ob der Aston Martin dabei ist. Was ich gerne nochmal sagen möchte, wo wir hier sowieso jetzt hier gerade im Bahrain sind, was ich ein bisschen schade finde, aber vielleicht kommt es ja auch noch, es sind arg wenig Strecken. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber es sind nicht die neuesten von Vietnam dabei. Ich finde auch ein bisschen schade, die Strecken, die eingesprungen sind, zum Beispiel Portugal oder auch Imola, die sind leider auch schon wieder nicht dabei. Ich hoffe, die werden wirklich nochmal nachgereicht. Das wäre auf alle Fälle ein Träumchen. Ja, und wir starten jetzt hier auch Kupplung gedrückt halten und dann versuchen wir hier zu starten und fahren mal eine Runde im Rennen von F1 2020. Okay, der Start geht ein bisschen einfacher. Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist zu 2020 beim Start, fächern sie ein Ticken mehr auseinander. Gerade jetzt an der Mauer war jetzt nicht die Riesenlücke. Hier lassen sie mich aber sehr angenehm vorbei. Kommen jetzt nicht so gut raus. So, der Ferrari dort. Schaffen wir es hier noch rein zu bremsen. Ah, schöner Zweikampf. Hoffentlich macht er mir da auch ein bisschen Platz. Boah. Also wenn die Batterie erstmal, ob alle zugeschaltet ist, dann merkt man ein bisschen mehr davon, dass da Energie dahinter steckt. Jetzt zischt denn aber auch der Turbomotor. Die Funk, habt ihr gerade gesehen, die Funkenbildung, die ist auf alle Fälle ziemlich stark gemacht. Die sieht man jetzt da des Öfteren. Auch eine kleine Neuheit. Vielleicht kommen wir da hinten nochmal ein bisschen ran. Ansonsten, ja, Einstellungen an und für sich haben sich jetzt nicht großartig geändert. Ein bisschen erschaut, dass unser Benzingemisch jetzt nicht hochschalten können. Warum auch immer. Also, ich muss sagen, von der Schwierigkeit her fährt sie's ein Hauch schneller, aber nur ein Hauch. Also ich fahre hier ohne großartige Setup-Einstellung, deswegen werden wir wahrscheinlich hier auch gleich auf den Geraden ein bisschen aufgeschnappt. Gut, der ist auch sowieso im Windschatten, der Gasly, beziehungsweise Tsunoda ist das ja, Verzeihung.
aber es wirkt ein Hauch schneller. Rein was anbelangt, dass wir der KI ein bisschen enteilen können. Wie gesagt, Setup-Einstellung ist nicht jetzt so vorhanden. Die habe ich jetzt hier nicht übernommen oder so. Ich denke mal, Setup-Einstellung könnt ihr auch alle, wenn es die noch nicht geben sollte, bei F1 2020 euch abschauen. Da gibt es ein paar schöne Internetseiten, die kann ich euch wärmstens nur empfehlen. Zum Beispiel f1ksetups.com. Da, ich bin meine immer, die sind bis jetzt immer sehr brauchbar gewesen. Und dann könnt ihr auch wesentlich schneller sein. Es hört sich solide. Ich finde tatsächlich von Hause aus, das Force-Feedback ist ein Ticken stärker. Das ist mir sofort auch mal aufgefallen. Die Einstellung habe ich fast so ein bisschen übernommen, beziehungsweise ich habe die Standardeinstellung gelassen. Und ja, finde ich ein bisschen schöner. Ist ein bisschen straffer, ein bisschen härter. Ist natürlich immer so, wollte nämlich gerade sagen, da ist ja bestimmt irgendwas kaputt gegangen. Oh, ist ja nur leicht. Oh, da wo wir auch so jetzt gerade so ein bisschen, der kam uns jetzt sehr nah. Nochmal zurück jetzt, Force Feedback ist ein Ticken schärfer. Ansonsten, ja, viele bemängeln natürlich jetzt auch immer, und ich war, bin ja auch mal so jemand, es ist natürlich, war schon vorher gewesen, auch ohne EA Sports, es ist ein bisschen diese FIFA-Attitüde, jedes Jahr ein neuer Teil für einen vollen Preis und es wird nur wenig geändert. Es ist halt nur einmal so. Ich denke mal, der größte Teil wird sich sowieso allein in dieser Story verbinden und aber auch in My Team und Online, wo es dann wahrscheinlich Neuerungen gibt. Also von daher würde ich mir da keine Gedanken machen. Wer natürlich jetzt sich sagt, ah, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt eine Xbox One X zum Beispiel oder eine Xbox One, da würde ich echt euch vielleicht auch raten, kommt, wartet einfach mal ab. Lasst euch doch F1 2020 genießen, weil so viel anders ist hier nichts. Und ich muss dazu sagen, bei F1 2020 bis jetzt habt ihr da auch mehr Strecken. Ihr habt Vietnam und so dabei, die Strecken, die alle ausgefallen sind. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Man hat die Strecken wie Australien, weil Australien wird die Saison ja auch nicht stattfinden, genauso wie Kanada. Die werden wahrscheinlich nicht nachgeholt. Aber wir sind wenigstens dabei, die warten dann quasi ganz am Ende. Die Saison startet so, wie sie hier auch gestartet ist, im Bahrain. Und ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass ein paar Strecken vielleicht nochmal nachgereicht werden. Also sowas wie Imola könnte ich mir schon mal sehr gut vorstellen, dass das hier vielleicht auch mal rankommen könnte. Würde ich mich auf alle Fälle sehr, sehr drüber freuen. Und ja, also wie gesagt, Kaufempfehlung für diejenigen, die natürlich eine Xbox Series X haben. Weil allein schon die Auflösung bzw. das Wiedergeben der einzelnen Bilder ist einfach herrlich. Das ist einfach so flüssig, so nahtlos. Und das habe ich auch schon bei MotoGP 21 gemerkt. Dementsprechend ist auch die Steuerung wesentlich angenehmer und geht leichter von der Hand. Und ja, also von daher. Das war jetzt so der kleine Vergleich gewesen. Wie gesagt, denkt daran, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Gebt mir vielleicht auch ein Like, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten in der Videobeschreibung sind zwei Links. Da geht es dann weiter zu Breaking Point und der Karriere Mein Team. Ich biege jetzt hier links ab. Ich gehe an die Box. Jeff, mach deine Scheiße selber, die tue ich mir nicht an, ich mach mir mein eigenes Team und dann ist in Ordnung, okay? Gut, liebe Leute, bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.